Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Dead Space. Wir haben beim letzten Mal hier so einen Schießstand gefunden und da steht Level 1 Punkte, so und so viel. Ich würde sagen, let's go. Ach so, okay. Ach, ich habe ja auch unendlich Munition. Okay, auf die blauen nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ist ein bisschen mies mit der Steuerung. Haben wir. Ach, guck mal. Oh, und da kriegen wir eine Belohnung. Level 2. Komm schon, macht's mir nicht so einfach. Das ist viel zu einfach. Okay. Okay. Haben wir Level 2. Ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt nochmal machen, aber mal gucken. Muss ja irgendwann eine Level-Obergrenze geben. Ich würde gerne wissen, bis wohin das geht. Wir haben ja mittlerweile so eine kranke Knarre uns hier rangezüchtet. Kommt schon noch zwei. Oh, Health Pack. Geht's noch weiter? Geht noch weiter. Wow. Also daneben schießen sollten wir schon nicht. Oh, das war's schon. Oho, ein Halbleiter. War das alles? War es das letzte? Nee, es geht noch weiter. Okay. Das ist schon was anderes jetzt. Da traue ich mich fast gar nicht mehr, so eine große Fresse zu haben. Obwohl, man sieht, ey, wir können noch deutlich mehr. Na, was kriegen wir? Ein Knötchen! Oh ne, dann geht's wieder bei Level 1 los, das interessiert mich dann nicht. So, aber was wir gewonnen haben, können wir ja auf jeden Fall hier investieren. In unser Chinese-Modul. Bisschen Reichweite. Das wäre mit diesen radioaktiven Teilen geil gewesen, wenn wir da ein bisschen mehr Reichweite gehabt hätten. Hinterher ist man ja mal schlauer. Wir gehen mal mit unserer... Na, oh, 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 oh. Sorry, aber... Was? So, aus dem machen sie auf jeden Fall keinen komischen Typen mehr. Stars haben wir voll.
What the fuck? Wir haben volles Inventar. Wann war denn das letzte Mal? Haben wir ein Schema für ein Medipack? Brauchen wir zwar nicht wirklich. Alter! So. Hier ist noch was. Da ist noch was. Ich bin jetzt mal einfach dreist davon ausgegangen, dass es doof wäre, in den Laser zu latschen. Fuck it! Alter, hat's uns voll erwischt. Ja, wie ihr seht, selbst das kann uns nicht mehr aufhalten. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ein paar Sachen loswerden. So. Ich hoffe, den Knoten haben wir jetzt mitgenommen. Das ist verschlossen. Krass, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, ne? Aber ich wünsche mich gerade wieder auf die Ishimura zurück. Das ist doch krank hier. Das ist doch mehr als krank hier. Wir brauchen unbedingt einen Shop. Wir haben ein Schema, was uns das Inventar vollmüllt. Und wir haben zwei Halbleiter, die wir auch noch verkaufen können. Ich habe gesehen, dass hier ein Speicherpunkt ist. So. Hier geht's wohl für uns lang. Ja, ist klar. Dann kommt mal. Na komm schon, ich weiß das. Ich weiß. Alter. Krasser Shit. Lockdown aufgehoben. Krasser Shit, Alter. Okay, cool. Zum Glück bin ich da gerade durchgelatscht. Großes Medipack. Ey Leute, wir brauchen unbedingt... Wir brauchen unbedingt jetzt einen Shop, wo ich die ganze Scheiße hier verkaufen kann.
Wie viel das ist einfach. Haben wir nachgeladen? Haben wir. Vor allem, wie viel Geld wir bekommen. Könnten wir fast nochmal eine Waffe kaufen. Krasser Shit, ey. Und hier ist sogar ein Shop. Ist das geil? So, jetzt erstmal freiräumen hier. Zack. Zack. Vor allen Dingen, wie viel Impulsprojektile, Alter. Da haben wir schon kaum noch Plasma-Waffenenergie. Verschlusssache, Priorität schwarz. Zielsäuberung. Operation White Light, Schauplatz, Regis-System, Planet wird nachgereicht. CEC-Schiff USG Ishimura verstößt gegen Befehle der Regierung. Sie sollen einen Marker 3A was? Geborgen haben. Willst du mich verarschen? Die wissen, was das ist? Special Ops hat das System bestätigt, konnte aber keine... Hallo? Planetenkoordinaten zur Verfügung stellen. Special Ops empfiehlt Vorsicht. Wenn Marker 3A geborgen wurde, wäre eine Infektion durch tödlichen Organismus eine wahrscheinliche Gefahr. Setzen Sie den Schockantrieb zum Regis-System an. Kannst du bitte aufhören zu wackeln? Begeben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ortung und warten Sie auf ein Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Die haben die ganze Zeit da draußen gehangen und nur darauf gewartet, dass wir um Hilfe rufen? Die wussten, was passiert? Woher wussten die, was passiert? Ist das schon mal passiert? Muss ja sein. Wenn die ganz genau wussten, was los ist. Hier ist noch was. Das ist so krass. Und die wussten ganz genau, was da ist. Das ist so krass, Alter. Da wirst du immer bekloppter. Da weißt du schon ja nicht mehr, was du denken sollst. Nee, den nicht. Den hier. Ich stelle dir jetzt die Frage, soll ich jetzt hier noch ein paar Knoten kaufen? Wir haben noch zwei. Ach komm, wir lassen es erstmal. Wir haben ja noch zwei Knoten. Das ist ja krass. Wir haben ja gedacht, die haben auf unsere... Ob das so... What the fuck? Ich kann nicht auf den schießen. Alter, ich würde dir so gern helfen, aber ich kann nicht. Die haben auf unser Notsignal reagiert. Aber nicht so, wie wir es uns gedacht haben. Ist das krass, Alter. Ey, das... Darauf muss er erstmal klarkommen. Kein Kopf, kein Alien. Sollte man meinen. Ist das der Typ, mit dem wir geredet haben? Das ist jetzt die Frage, ne?
Übrigens an dieser Stelle möchte ich mal sagen, weil wir gerade mal ein bisschen in Anführungszeichen Ruhe haben, möchte ich mal sagen, danke an alle, die das Let's Play so eifrig verfolgen und die auch ein Däumchen hinterlassen und mich damit unterstützen. Nicht zuletzt nicht nur mich, sondern auch das Projekt. Wir sind zwar wenige, aber es macht echt Spaß mit euch und es macht mir auch total Spaß, die Kommentare unter der Dead Space Folge zu schreiben. Oder auch zu lesen natürlich. Bin mal gespannt, was hier wartet. What the fuck? Was ist denn das? Was ist denn das? Ach, das sind die Reaktoren wahrscheinlich, die das Ganze antreiben. Krass. Oh nö. Was soll ich damit machen? Kann ich dahinter stehen? Kann ich. Ich weiß bloß nicht, was mir das bringen soll. Okay, das war nicht richtig. Ich kann es ja nicht nach vorne schieben. Okay, jetzt verstehe ich. Ich muss irgendwie die Teile zerschießen. Wofür auch immer. Ich treffe ich von hier nicht. Vielleicht erstmal auf der anderen Seite, da konnte ich das Teil ja weiter nach drüben schieben. Heiß ist heiß. Kann ich jetzt weiter nach vorne vielleicht damit? Jetzt kann ich nach... Alles klar. Wo denn? Ich war noch nicht mal im Feuer. Wow, sage ich dazu. Wow. Wie es hier weitergeht, ob ich irgendwann mal checke, was ich hier machen soll und vieles mehr, seht ihr in der nächsten Folge von Dead Fucking Space. Bis dahin, macht's gut.